Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Angezockt oder auch Let's Play von Farmers Father, beschütze die Unschuldigen. Das Spiel kommt nämlich in mehr ein paar Tagen raus, also um genau zu sein, am 29. März erscheint das Game. In dem Sinne geht auch ein herzlicher Dank raus an Playway SA und an Freemind SA, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben, dass ich es euch vorstellen kann. Noch eine kurze Bitte, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch der Content gefällt, hilft mir nämlich auf YouTube zu wachsen und den Content noch ein kleines bisschen weiter zu verstreuen. Herzlichen Dank dafür. Und ja, jetzt viel Spaß bei diesem Angezockt. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf New Game. Also ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ja Farmers Life habe ich ja vorher gespielt. Und ich fand es schon sehr toll. Und das ist im Grunde die Story davor, wie es überhaupt bis dahin kam. Willkommen zu Farmers Father. Das letzte Jahr des Krieges liegt vor uns. Überlebe diese schwierige Zeit mit deiner Familie. Unser Held muss auf sich selbst aufpassen und auf seine Familie. Lass ihm nichts geschehen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, okay. Wir bewegen uns mit der Maus, ganz klar, WASD, übliche Steuerung. Let me look around. Oh, Hallöchen. Mit Z, okay. Ah, das ist wieder dieser Farmers Blick. I have to collect the essentials and run away. Okay, die Essentials sind anscheinend das da. Von daher, pick up. Die Laterne und nochmal Z, den Hammer. Achso, let me look into this bag of mine, okay. Mit Tab, also das Inventar. Alles klar. Kann ich den jetzt nehmen? Ja, pick up. Equip. Warte mal, kann ich das nicht wieder auf die Schnelltaste legen? Ja. Das ist gut. Aber das sind nur vier Stück, ne? Das sind nur vier Slots. Naja, gut. Was wäre jetzt halt noch wichtig? Ich habe jetzt halt nochmal Z gedrückt. Da liegt noch ein Fisch. Okay, I collected everything. Okay. Ich habe quasi alles mir geschnappt, was noch übrig ist. Ah, das war die Speisekammer hier. Okay, alles klar. Talk. Hello. Follow me. Ich glaube, wir müssen hier raus. Ne? Come to your wife and say you have to run away. I need to see if there's any safe place on the map we can go. Okay, M. Okay, die Map kennen wir. Ich finde es toll, dass das eben dann auch die gleiche Map ist, ganz klar. Hierhin. Da ist ein Bunker. Camp Point. Almost Camp. Chusex Farm? Click on one to use it. Ah. Nee, zum Bunker können wir nicht, oder? Können wir zum Bunker? Escape the farm towards the campsite. Oh je. Towards the campsite is. Tja, wohin, ne? Ammo Camp. Also hier auf der linken Seite quasi. Ich denke, wir machen mal lieber aus, ne? Ah, ich verlasse das Spiel, okay. Das wollte ich natürlich nicht. Aber wohin muss ich da? Sehe ich das irgendwie am Radar? To the campsite. Also ich denke mal, dass ich dahin muss, aber anscheinend. Ach, Camp Point, da. Ganz groß, ne? Ja. Hallöchen. Too fast, my head slowly and quietly now.
Okay, Control. Und jetzt? Ach so, muss ich an dem vorbei oder was? Overpower. Okay. Kann ich das nehmen? Pick. Pick up. Warte mal, wenn ich die Ding rausnehme. Ah, Shift. I can go faster for sure, not too long, hopefully. Ist okay, aber das kann ich nicht nehmen. Nee. Okay, gut. Dann kann ich ihn durchsuchen. Renn mal ein bisschen. Okay, Mother, we have to find a safe place. Okay, ihn kann ich... Doch, Loot, eh. Hier, können wir doch nehmen. Gathering them, take all mit F. Das da jetzt hat. Kann ich das jetzt nehmen? Nein, also das kann ich nicht nehmen. Ich muss nur meine Settings mal ein bisschen umstellen, dass der ein bisschen schneller geht, nicht Audio. Controls hier, Controls. Bisschen nach oben. Ja, better. Wann rennst du? Schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt? Okay, wir müssen einfach hier mitten in den Wald rein. Ein bisschen hat sich die Landschaft verändert, aber nur minimal. Da ist er ja, die Holde. Okay. Ah. I have to get to the store because we are going to freeze. Ja. Yeah. Pick. Open. Okay, Moment. Na, dann komm mal rein. Okay, was haben wir hier noch? Ah, hier. Das können wir jetzt herausrüsten und wir haben auch gleich Munition dazu. Wenigstens wird man nicht so ganz brutal reingeschmissen. I have to light a kitchen. Moment. Kann ich da runter? Climb. Okay, hier könnten wir schlafen. Ein Eimer, da kann ich dann wieder Wasser holen. Was haben wir hier? Ah ja, okay, das ist meine Vorratstruhe. Alles klar, dann können wir nämlich da auch... nee. Journal. Wie mache ich das? Turn off, take all. Confirm. Sind wir da? Das behalte ich. Das tue ich mal raus. Ach. Confirm. Wir tun die Blueberries raus. Das hier muss ich dann auf die 2 ziehen. Wir tun das Essen raus. Und Bottle of Water. So, tun wir auch raus. Gut. Ich denke, das passt. Dann kann ich das Gewehr auf die 1 machen. Die Lampe tun wir auf die 4, weil die ist nicht so wichtig. Und dann sollte das passen. Ah, welcome to Farmer's Father. Animal Feeding. Okay, hier ist wieder alles ganz genau erklärt. Finde ich nice. Nachladen. Oder ist es nachgeladen? Okay, aber ich denke mal 0,0.
Upsi. Okay, sie war geladen. Dann gehen wir wieder auf die 4. Alles klar. So. Ah, ein Ofen. Use. Ist das eine... Achso, das gehört zu dem Schwein dazu. Use. Okay, nee. Das brauchst du mir jetzt erst einmal nicht mehr zeigen. Das ist das gleiche wie beim letzten Mal. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Holz. Das müssen wir alles reintun. Und da haben wir dann die Rezepte. Yes. Ja. Ich finde es auch gut, dass die Steuerung beibehalten wurde. Das finde ich wirklich gut. So. Light a kitchen. Ach so, wir sollen den da anzünden. We need to sleep, honey. Get the kid and go to sleep. Ja, sie wird schon kommen, oder? Sie liegt unten, ich liege oben. Do you want to go to sleep? Accept. Okay, eigentlich habe ich gesagt, stop displaying, aber... Ah, jetzt. Okay. Food and firewood for family. Press J to open the journal. Okay, hier ist eine Kiste. Okay. Also wir haben im Grunde ja alles drin. Der Ofen sollte brennen, aber noch 2 Minuten. Deswegen hauen wir jetzt da mal ein wenig Holz rein, dann haben wir 2 Stunden hier Wärme. Und was soll ich noch machen? Take food and wood from there to feed and keep warm in the shelter. So. Consume drop. Das kann ich das irgendwie mit Steuerung? Alt. Also mit Rechtsklick geht's nicht. Confirm. Firewood haben wir doch, das da, oder? Branch. Mit Fuhl. Das, achso, ist hier jetzt alles rein, oder was? Okay, dann können wir das da wahrscheinlich wieder rein. Jawohl, dann haben wir wieder voll 5 Holz drin. Alles klar. Schnappen wir uns mal den Eimer. Schauen wir uns mal außen um. Da ist auch nochmal ein Eimer. Habe ich dann... Okay, einen habe ich dann ausgerüstet, den anderen habe ich im Inventar. Okay. So. Da ist ein Hackstock. Wasser wäre jetzt interessant. Da muss ich wahrscheinlich bis zum Fluss runter. Da haben wir Feuerholz, eine Schaufel. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt mitnehmen kann, ich sie nicht. Okay, dann gehen wir mal runter zum Wasser, aber ich denke, wir sollten erstmal schauen, dass wir so viel wie möglich an Essen und Trinken und so weiter dann da haben. Da ist es, jawohl. Gefroren? Nein. Ich darf bloß selber nicht ins Wasser, oder? Hm? No? Okay. Hilfe. Ich will da hoch. Danke. Oder habe ich den jetzt gefüllt? Hm. Okay, schauen wir nochmal aufs Journal. Food and firewood for family. Take food and wood from there to feed and keep warm in the shelter. Okay, machen wir mal auf Help ganz kurz.
Rifle take food and wood. Ach so, die Frau nimmt Holz und so weiter. Alles klar. Ah, na ja, gut, ich laufe jetzt gerade den Berg nach oben, ne? Habe ich hier ein Radar oder irgendwas? Kompass? Genau, mal schauen, ob ich irgendwo ein Tier sehe. Aber da werde ich ein Messer wieder brauchen. Warum schlägt man eigentlich seinen Bunker so weit oben am Berg auf? Man ist ja dann offensichtlich... Ah, Kohle, oder? Brauche ich dann nur eine Spitzhacke eventuell. Okay, der Schornstein. Ah, ich drücke die ganze Zeit auf Shift und denke mir, warum laufe ich denn nicht so schneller? Yes. Säge kann ich auch nehmen. Da kann ich mit Sicherheit auch die Schaufel nehmen. Ich war in der Hocke, deswegen. So. Was passiert, wenn ich hier dicker? Okay, gar nichts. Dann nehmen wir mal in die Hand die Axt. Gucken wir mal, ob wir hier einen Baum fällen können. Oder kann man die Äste hier... Vorne war ein Hirsch oder irgendwas, ne? Oh ja. Nice. Okay, ich muss schon außen rumlaufen. Und dann bitte nicht drunter stehen, oder? Ach. Mal. Ah, okay. Die Äste müssen weg. Wie kann ich die aufsammeln? Schon mit Ena. Okay, und der tolle Blick. Irgendwas mit Collect All wäre super. Boah. Da muss man auch wieder so super genau sein beim Aufsammeln. Deswegen wäre so ein Collect All oder sowas nicht schlecht. Und warte mal, das... Okay, ich kann es auch triggern. Oh Gott. Und aktuell brauchen wir wirklich alles in Holz. Weil wir haben ja quasi noch gar nichts. Einmal... Hallo? Hm. Ah, hier. Da sind die Stellen markiert. Alles klar. Ja, alles wieder eine Übungssache, ne? Bin jetzt in die Hocke gegangen, weil der so langsam weggerollert ist. So, Stöcke noch. Das ist richtig anstrengend, wenn man das hier so sammelt. Ich bin jetzt überladen, ne? Too much weight. Oder? 78,7, ja. Da oben haben wir ein Gewicht sogar. Und wir haben 15.22 Uhr. Das ist, also finde ich gut, dass die Zeit nicht so schnell vergeht. So. Dann tun wir der Frau mal schnell das Zeug rein.
Nee, droppen tut das nicht, ne? Okay, ich muss schon zu machen. Okay, das bitte auslassen. Press yet to open the journal. Warte mal, die da tun wir noch mit rein. Test completed, get branches. Ja, die wollte ich auch noch da rein tun. Take the saw, haben wir gemacht. Find an accent as handsaw. Jawohl, haben wir. Put the food in the chest. Jawohl, haben wir. Okay, gut. Was ist jetzt die nächste Aufgabe? Food and firewood? Ah ja, da. Reach the place where the barking comes from. Ah, okay, wir sollen mal in die Ecke gehen, wo das Bellen herkommt. Ups. Wie schaut es denn eigentlich bei uns aus? Essensmäßig? Ich könnte mal einen Apfel essen. Oder ein Brot, ich weiß nicht. Discard, consume. Ah. Okay. Und trinken. Das sind noch better drinks. Okay. Consume, schauen wir mal. Jawohl, das hilft auf jeden Fall einiges. So, ich bin noch etwas erledigt. Von daher gehen wir mal aufs Gewehr, weil ich nicht weiß, was uns da erwartet. Da kommt das Bellen. Ah, ein deutscher Schäferhund. Reach the place where the barking comes from. Da bin ich jetzt, ja. Du hast Hunger, oder wie? Ach so, er ist gestorben hier. Oh je, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Brauchst mich nicht wegschieben. Bury the man, press J to open the journal. Achso, ich habe ihn jetzt halt beerdigt. Achso, ich weiß jetzt nicht. So anscheinend passt's. Okay, und was ist jetzt mit dir? Du bist am Verhungern. Ah, okay, ich habe ihn jetzt quasi als Haustier. So, dann ist nur die Frage, wenn ich jetzt den auch noch als Haustier habe, den muss ich auch durchfüttern. Okay, da muss ich mal kurz gucken. Doc ist Father's best friend. Needed someone to take care of him. Okay. He will repay you with loyalty. Also, wir sollen ihn halt im Grunde auf ihn Acht geben und ihm eine Unterkunft geben und er wird das Ganze mit uns mit seiner Loyalität quasi beschenken. Doc, you can use his ability to find useful items. Ah, okay, da kann er so was Besonderes für uns auch finden. Also nützliche Gegenstände kann er finden. In ganz Zalesi kann man militärische Boxen finden mit Munition, Essen oder ja oder feindliche Soldaten. Without it. Okay, alles klar. Also ich muss auf jeden Fall immer eine Schaufel mit dabei haben. Alles klar. So. Food and firewood for family haben wir Task completed. Alles klar. Schaufel habe ich hier einstecken. Es wird jetzt halt bloß dann wieder ein bisschen gewechselt. So.
Du bist da. Wir sollen ihn zum Camp hochbringen. Also da wahrscheinlich... Nee. Ach nee, ich sollte ihn zu unserem Camp hinbringen. Jetzt! Alles klar. Find the chest, shovel. Order the dog to... Dogs have very good sense. Come on, Doggy, it's time to earn a piece of meat. Ja, ja, schon, aber ich muss ja... Ja, wir müssen uns erstmal aufwärmen. So, kommt der Hund auch mit rein? Kann ich den irgendwie rufen? Vier. Okay, naja, gut. Da scheint es besser zu sein. Ihr seid wohl genährt. Shall we talk? Sollen wir reden? Unser Baby friert. A gift milk. Shame you don't have it on you. stay here. Okay. Denke mal, das wird schon passen alles. Was ist hier? Oh, okay. Dann hauen wir mal ein bisschen Holz rein. Wie viel Holz haben wir denn noch? Ne, dass du uns hier alles verheizt. Oh, doch, passt schon. Dann nehmen wir das mal und schmeißen das hier mit rein. Und 21 Holz sind drin, jawohl. So. Prepare können wir nichts, ne? Weil uns fehlen ja die Sachen. Butter haben wir, okay. Ich glaube, das nimmt sogar aus der Kiste raus, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche. Back free. Guck. Ah. Cooking time. Fried fish kann ich machen. Hier können wir machen Warming Tea. Okay. Und ich glaube, man muss das immer rechtzeitig runternehmen, weil sonst eben irgendwas anbrennt. Aber man sieht ja hier, wie lang das Ganze noch dauert. Okay, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie sortieren kann. Was ist das hier? Cold? Okay, also da müssen wir auf jeden Fall schauen. Warming Tea ready. Take off. Hier steht auch ready, it will burn in, also knapp 3 Stunden. Cool. Ist im Grunde wirklich genauso identisch wie Farmer's Life. Macht Spaß jetzt halt schon. Okay, ready, it will burn in 20 minutes. Okay. Das Essen kann ich dann wahrscheinlich hier rein tun. Ich kann das nur nicht mit Doppelklick oder irgendwas. Warming Tea. Confirm. Und ich denke mal, dass die Frau sich von da aus ernährt, oder? Denke ich jetzt mal. So. A helping hand. A bottle of vodka. Consume. So, dann wird es mal warm. Und dann gehen wir schlafen. Oder? Sleep? Ehe? Do you want to go to sleep 1 hour? Wake up 22 Uhr? Nee, nee. Wir schlafen schon bis in die frühe Stunde rein. Ich denke mal, 5 Uhr ist in Ordnung. Accept. Okay. Könnte natürlich auch ein bisschen schneller laufen. Es müsste wegen mir jetzt nicht so langsam das Mausrad laufen. Ich kann es auch nicht abbrechen anscheinend. Muss ich mal nochmal probieren. Gut. Wie schaut's bei dir aus? I want to go home to our farm. Ja, schön. Ist aber jetzt schlecht möglich, ne?
So, der ist natürlich aus. Ja, aber gut, das macht sie ja, ne? Smoldering. Cold. Okay, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier immer Holz drin haben. Ist denn wirklich so, dass es lang brennt? Dann passt es schon. Wir brauchen trotzdem Wasser, ne? Schauen wir mal ins Journal. Order the dog to look for the chest. Commander, it's time to. Okay. Also ich muss ihn anscheinend irgendwie. I'm dry as a bone. Oh. Nein, nein, nein. Zum Saufen geben wir dir nichts. Hier. Bottle of water. Better. Besser ist der Alk. So, dann hier noch was essen und dann sind wir nämlich auch full. So, hier muss ich vielleicht zumachen, ich weiß es nicht. Close, close, close. So, du bist da. So. Get this. Prepare the boards. The board. Beards. Boards. Smaller, please. Oh Mann. Mit dem Englisch tue ich mich noch ein bisschen immer schwer. Ich kann zwar Englisch, aber auf die Schnelle bin ich dann überfordert. Aber das schaut auch gut aus, das Game. Kann ich eigentlich hier irgendwie Axt? Nee, die Dinge kann man nicht kaputt machen. So, hier ist ein Bunker. Oh, habe ich jetzt zu spät gesehen, ne? Moment, die Eins. Yeah. Gut. Und Pick? Bin ich jetzt zu schwer? Okay, nee, das haben sie diesmal nicht so schwer gemacht, das ist gut. Dann ist nur jetzt halt wieder die Frage, ob wir. Wir zurück müssen, eventuell. Oh, yes. Ach. Okay, nice. Ups. Wow, wir haben direkt gleich richtig viel zum Essen. Und jetzt bin ich überladen, oder? Ja, jetzt bin ich zu schwer. Laufe ich richtig? Ja, da vorne ist der Rauch. Alles klar. Ja, ich bin überladen. Es könnte nämlich sein, dass wir. Also ich weiß vom letzten Spiel eben. Dass man dann an diese Schlachtbank musste. Okay. Passt schon. Ist eigentlich gut eingebaut, ne? Als Bunker.
Das Dach wird zwar jetzt nicht viel helfen, wenn da wirklich irgendwas drauf liegt, aber ja, it's so cold today und ich bin overloaded. So, dann machen wir mal zu. So, dann einmal nach unten bitte. Und einmal hier an die Kiste. So, was ist damit? Drop, Discard? Ich glaube, das muss ich ja... Verdammt. Oh, verdammt. Okay, das darüber. Das darüber. Aber ich denke eben, wie gesagt, die muss ich schlachten, schätze ich jetzt mal. Warte mal, wenn ich das jetzt nochmal raus tue. Okay, kann ich das jetzt put down? Gut on sight. Ah, honey get meat from an animal. The first hunt. Okay, jetzt habe ich's. Wir haben quasi das Fleisch jetzt bekommen und keine Ahnung. Deer Dome? Ein Kadaver? Deer Stack? Ja, hups. Okay, jetzt. Okay, aber man kann nicht mehr machen damit. Glaube ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht. Okay. Wir haben aber auf jeden Fall 10 Fleisch. Die können wir natürlich dann auch hier reintun. Und das ist eben, wie gesagt, nice, dass ich direkt am Herd dann kochen kann, ja. 5 Stunden 52, das ist gut. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen Holz hacken. Weil sind wir denn? Ein paar Minütchen würde ich mir schon noch geben. Zumindest, dass wir jetzt nochmal rausschauen, nochmal nach einem Bauausschau halten. Hier fliegen halt die Flugzeuge echt niedrig drüber. Die kullern halt alle weg, ne? Weiß ich aber nicht. Schauen wir mal. Und ich denke mal, man sollte auch davon wegbleiben. Kann man nämlich gut vorstellen, dass man da einen ganz guten Schaden bekommt, wenn der Zucker stirbt. Zumindest war es im ersten Teil so. Gut. Ja, man kriegt schon genug Holz auf jeden Fall raus. Und alleine auch die Äste und so weiter, die man rausbekommt, ist ja auch schon mal gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall gut was zum Verheizen. Bleib liegen. Bleib liegen. Hast aber Glück gehabt, ey. Oh, warte mal, dem Hund sollten wir noch was zum Essen geben, ne? Hänge ich irgendwo fest? Ich weiß nicht, ob das ihm reicht, wenn ich ihm da so ein Stück Fleisch gebe. Aber ich denke schon, ne? Hier mal, wir nehmen mal 2 Stück raus. Das Holz. Confirm. Es ist noch für 4 Stunden drin, ne? Wir hauen jetzt halt einfach mal noch rein. Für 12 Stunden.
Und dann schauen wir mal nach oben zum Hund. Hups. Ah, da bist du. Okay, Moment. More. Lead, search, feed. Ach so, ich weiß nicht was oder wie. Warte mal, vielleicht damit? Hühnchen fresh, better cook before it pulls. Wie kann ich dich? Ja, ja, aber wie kann ich dich füttern? Oh. Muss ich dir vielleicht gebratenes Fleisch geben? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Normalerweise frisst ein Hund doch auch roh. Schauen wir mal. Cook. Here requires water required. 1. Machen wir mal den Herm. Eine Stunde. Okay. Was können wir noch machen? Hier, fried meat. Und was können wir noch so machen? Scrambled boiled warming tea. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal zurück. Eine Stunde noch. Das noch 30 Minuten. Dann könnten wir vielleicht nochmal den... Okay, können wir nicht. Hier, fried meat könnten wir nochmal machen. Prepare. Butter, Milk, cooked ham, cut ham into slices. Oh, da gibt es wieder ganz viel, ne? Es gibt wieder ganz viel Rezepte. Und beim Kochen muss man hier wirklich aufpassen. 7 Wasser sind noch drin. Ist zumindest etwas, ne? So, komm, fried meat will be ready in. Okay, take off. Ansonsten hier ist dann nur zum Kochen, ne? Das erste Ding ist wirklich nur zum Preparen. Cut ham into slices machen wir mal. Okay, take off. Und schauen wir mal, was wir da noch machen können. Fried meat könnten wir noch machen. Das sind 6 Minuten fertig. Nee, das ist okay. Dann haben wir Schinken und dann muss ich wahrscheinlich auch das Brot. Moment, wir nehmen das mal runter. Take off, prepare. Cut a loaf of bread in slices. Machen wir mal. Take off. Und dann können wir, glaube ich, irgendwie belegtes Sandwich oder sowas machen. Ne? Oder ist es auch hier? Das ist Filet. Sandwich hier. Slice of bread, slice of ham und Butter. Okay. Aber das ist nur eins, ne? Nee, nee, nicht consume. Hier tun wir das rein. Cooked ham. Ich weiß nicht, ob ich das mal probieren soll. Ich nehme mal das Brot mit. Und schau mal, ob ich dem Hund das Brot geben kann. F. Feed. Animal state not hungry yet. Habe ich dich dann jetzt?
Ah, okay. Und was hast du dann gegessen? Okay, Fleisch. Ein gebratenes Fleisch. Das ist gut. Also nicht das rohe, sondern das gebratene Fleisch. Dann ist ja gut. Okay, dann werden wir uns das nächste Mal drum. Ja, doch, das kannst du essen. Wenn wir uns das nächste Mal darum kümmern, dass wir Wasser herbekommen, weil das braucht man nämlich unbedingt. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.